Ja, der nächste Gast ist ein steht schon zu meiner Linken. Er ist ein sogenannter Nicht-Politiker, aber er wäre fast Bürgermeister gewesen. Ne? Ja, ich darf euch jetzt verraten, es geht um Gedankenwellen im gesamten Weltbild. Und er kommt aus Grein. Grein ist 16 Kilometer von hier entfernt. Wunderschön. Ich bin derzeit selber dort abgestiegen. Ich wohne aber nicht im Schloss, sondern am Campingplatz. Alles schön dort. Und er ist verheiratet, hat 2 Kinder auch. Und er beschäftigt sich mit mythischen Texten. Und es geht um Deutsch, Hebräisch. Ich muss gestehen, ich kenne mich da selber sehr wenig aus, aber er wird uns ja jetzt gleich alles erklären. Die Bedeutung von Heiligen Schriften. Josef Brennessel! Brennessel Josef! Hallo Feeling! Dankeschön. Ja, ich möchte euch heute mit etwas bekannt machen, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Holofilling ist ein Name für etwas, wo es viele tausende Seiten gibt, die man studieren kann. Holofilling ist etwas, was auf einem Blatt Papier steht, nicht mehr. Da könnte alles draufstehen, da steht Josef drauf, da steht Oldtimer Halle drauf. Es ist nur ein Papier, ein Klang. Holofilling hat einen Klang wie mein Name. Man kann nicht sagen, was es ist, ich kann nur Andeutungen machen und verschiedene Aspekte vorstellen davon. Wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, meine Hand hat ein Ich-Bewusstsein, so geht der Gedankengang mit, meine Hand, was kann eine Hand, wenn sie ein Ich-Bewusstsein hat und sagt, ich Hand, ich lebe und ich habe ein Bewusstsein. Ich spüre etwas, wenn es heiß wird, wenn es kalt wird, habe ich Nerven, um zu spüren. Ich gehe nach vorne, ich gehe zurück, ich fühle, was ist da? Ich treffe eine zweite Hand vielleicht. Und wenn ich diese Hand berühre als Hand und diese Hand berührt mich, dann merke ich, das ist irgendwie gleich, da gibt es Ähnlichkeiten. Ich komme drauf, da ist eine zweite Hand, die hat gleiche Formen wie ich, durch die zweite Hand geht einen Finger nach den anderen. Und wenn ich auf meiner Haut spüre, wie die Hand, die zweite Hand, über meine Finger fährt und ich dann die andere Hand berühre, dann merke ich, wir sind gleich. Das heißt, ich kann feststellen, dass es andere Hände gibt und es gibt eine Welt, wo ein Bewusstsein dafür da ist, dass es Gleiches gibt. Wo ein Bewusstsein dafür da ist, dass sich verschiedene Oberflächen verschieden anfühlen. Ich kriege ein Gefühl für Schmerzen, ich kriege ein Gefühl, wenn mir ein Finger verloren geht, dann schaut eine Hand auf einmal anders aus. Ich erinnere mich, ich kann als Hand feststellen, dass es verschiedene Formen gibt und so weiter. Also es ist nicht ganz einfach zu spüren, was eine Hand wirklich kann, aber man kann sich vorstellen, dass man ein Ich-Bewusstsein für eine Hand haben kann. Der nächste Schritt ist, wenn ich eine Bewusstseinsebene höher gehe und als Josef hier stehe mit einem Körper, dann weiß ich auch, dass ich 2 Hände habe, aber ich würde nicht spüren können, wie es ist, eine Hand zu sein. Das heißt, wenn sich eine Hand bewusst wird und Bewusstsein erreicht, dann merkt sie, dass sie ein Teil eines ganzen Körpers ist. So wie ich jetzt hier stehe mit meinem Körper und annehme, dass das mein, dass das ich bin. Also ich bin jetzt einer, der Hände hat. Die Hände haben aber kein eigenes Bewusstsein. Das sind ein Teil von mir. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mir ein Bewusstsein schaffe, um zu spüren, wie eine Hand bewusst wird. Wenn ich das weiterdenke, kann ich mir auch vorstellen, dass es eine Instanz geben muss, die sich etwas vorstellt. Also
Ich als Josef stelle mir vor, ich habe zwei Hände. Ich würde mir jetzt nicht vorstellen, dass ich der Schöpfer dieser Hände bin, also der es möglich macht, dass diese Hände da sind. Ich sage, ich habe zwei Hände, die gehören zu mir. Ich kann mir dadurch auch vorstellen, dass es eine Ebene gibt, einen Denker gibt, der sich diesen Körper, diese Halle, dieses Umfeld vorstellt. Dann kriege ich ein Gefühl dafür, dass es eine Ebene des Geistes gibt. Jeder hier herinnen wird sich das vorstellen können, insofern es keine Energetik geben könnte, es keine Heilmittel geben könnte, wenn es nicht die Idee gäbe. Es gibt eine geistige Ebene, wo etwas passiert oder vorgestellt wird, was wir nicht sehen. Wenn du mir erklärst, wie dein Mittel wirkt, wenn du mir erklärst, wie Energetik wirkt, dann ist das wieder nur eine Vorstellung, aber nicht das, was ist. Das heißt, wenn ich ein Denker bin, dann habe ich einen Gedanken, Worte, Buchstaben, so wie es bei Andreas Körber war, wo er sagt, diese Buchstaben erzeugen Energien und ich kann das umrechnen in Farben. So kann man sich auch vorstellen, dass Buchstaben und Wörter, am Anfang war das Wort, Bilder ergeben und die Bilder, die haben wir vor uns. Der Denker, der sich diese Bilder denkt, ist unsichtbar. Das heißt, ich definiere eine Welt des Geistes, eine Welt, die ich nicht sehen kann. Ich kann mir aber bewusst machen, ich bin diese Welt. Ich bin jemand, den ich nicht sehe. Und das ist ein Weltbild, das zwar vorstellbar ist für viele Menschen, aber trotzdem im Leben nicht als sehr dominant empfunden wird und nicht umgesetzt wird. Die Weltbilder, die wir heute kennen, sind zum Beispiel der Materialismus, wo die Vorstellung ist, es gibt da draußen eine Welt, ich habe ein Gehirn, ich bin jemand, ein Zentrum, ein Ich-Zentrum, da gibt es verschiedenste Eindrücke und ich habe einen Körper und ein Gehirn und da draußen ist eine Welt, die unabhängig von mir ist. Darum kann ich auch sagen, böse Welt interessiert mich nicht, die passt nicht zu. Eine Welt, die da draußen ist, unverbunden mit mir, eigenständig ist von mir, hat verschiedene Aspekte. Ein anderes Weltbild ist, wenn ich zum Beispiel Energetiker sein möchte oder Heiler sein möchte mit Mitteln, die hier ja auch sehr präsent sind hier in der Halle, dann muss ich mir vorstellen können, es gibt eine Welt da draußen, aber die ist verbunden. Das heißt, es gibt Energieströme, die Verbindungen herstellen und wenn ich die Energien verstehen kann, dann verstehe ich die Welt und ich kann die Welt dann über Energie, über verschiedenste Methoden beeinflussen und kann sie formen nach meiner Gedankenwelt. Aber die Welt da draußen ist zwar verbunden, aber unabhängig von mir. Eine dritte Vorstellung wäre, es gibt da draußen nichts. Das ist Illusion. Der Buddhismus ist so eine Vorstellung. Also wenn man den Materialismus hernimmt, der sagt, es gibt eine Materie, es gibt hier eine Trommel und diese Trommel ist unabhängig von mir. Wenn ich wegschaue und wenn ich nicht mehr bin, ist die Trommel noch immer. Ist materialistisch gedacht. Das ist okay. Aber wenn ich in eine buddhistische Philosophie gehe oder in einen Innenraum gehe, dann könnte ich behaupten, oder es wird auch behauptet, da draußen ist nichts, das ist nur eine Vorstellung. Und wenn das Innen nicht ist, dann ist auch das Außen weg. Das heißt, von innen her entsteht die Welt. Das ist typisch. Da gibt es auch wieder zwei Varianten und eine Variante ist das eben Holofeeling und die zweite Variante wird sichtbar zum Beispiel im deutschen Idealismus, wo Kant als einer der ersten draufkommt, es gibt eine Innenwelt mit einer rationalen Art und Weise zu denken und diese Denkformen, die dort sichtbar werden und die ich mir aufschreibe oder bewusst mache, die bewirkt
sehr viel in dieser Welt und letztendlich könnte ich behaupten, dadurch entsteht die Welt. Kant ist jetzt keiner, der jetzt behauptet, das ist die ausschließlich, es gibt andere Denker oder auch östliche Formen, wo das wirklich vehement behauptet wird. Hier drinnen, symbolisch, entsteht die Welt und was da nicht ist, ist außen nur Illusion. Außen wird dann zur Illusion und ich kann sagen, Materie interessiert mich nicht mehr, ich mache sie so, wie ich will. Das Problem im deutschen Idealismus ist zum Beispiel, dass Kant so sagt und Fichte sagt ganz anders und die zwei streiten auf Teufel komm raus. Das heißt, es entstehen dann verschiedenste Denkformen, wo sich die Philosophen und die Denker gegenseitig beschimpfen und sagen, dass ich habe Recht und deine Anschauung ist Unfug. Jetzt könnte ich eine vierte Weltanschauung dazu stellen und das ist eben Holo-Feeling. In mir ist eine Welt und die ist in mir verbunden. Und was in mir nicht ist, kann ich nicht nach draußen spiegeln. Franz Leopold hat zuerst eine Spiegelmetapher verwendet. Also man kann Spiegelversuche machen, wo ich Tetraeder so erzeuge mit Spiegelungen, Innenspiegel, wo ich dann etwas hineinstelle, wo ich von außen eine Energiequelle habe und wo innen in der Spiegelung, in dieser Merkaba, die er zitiert hat, das sind zwei Tetraeder in einer gewissen Form verbunden, wo verschiedenste Spiegelungen entstehen. Und daraus, wenn ich einen Impuls setze, entsteht in diesem Tetraeder oder in dieser Merkaba eine Welt, die ausschaut, wie unser Universum ausschaut. Das heißt, man könnte sagen, die Welt entsteht als Spiegelung im Geist. Das ist nur eine Metapher, symbolisch gemeint, viel komplizierter in der Umsetzung, dann in der Entstehung der Bilder, die wir wahrnehmen. Wenn ich jetzt Holo-Feeling sage, dann ist das ein Wort, wie gesagt, ein Klang. Es ist eine Plattform im Internet, wo ich verschiedenste Ideen daraus nehmen kann und mir anschauen kann. Es ist zum Beispiel eine Wortanalyse. Ich kann Hebräisch, in der Moderation wurde gesagt, es hat etwas zu tun mit Sprache, mit Hebräisch, mit Deutsch. Hebräisch ist eine Sprache, die im Alten Testament sichtbar wird. Und jeder Buchstabe, Aleph, Bet und so weiter, hat eine Energie in sich, ist ein Lautwesen. Und über diese Lautwesen entsteht letztendlich die Welt. Am Anfang war das Wort. Das heißt, am Anfang sind diese Energien, die man symbolisch in diese Buchstaben übertragen kann. Und die Heilige Schrift hat diese Buchstaben im Hintergrund. Und jeden Buchstaben ist noch eine Zahl hinterlegt, sodass ich über die Zahl einen mathematischen Code habe. Das heißt, die Heilige Schrift, das Alte Testament, ist einerseits eine Reihenfolge von Buchstaben, die im Urtext ohne Abstand, ohne irgendwas, ein Buchstabe nach dem anderen steht, in Zeilen, in Versen. Und es ist gleichzeitig eine Folge von Zahlen. Und mit diesen Zahlenwerten aus dieser Heiligen Schrift kann man alle relevanten mathematisch-naturwissenschaftlichen Konstanten ableiten. Das heißt, mit allem, was gerechnet wird, kann ich in dieser Schrift nachvollziehen und es ist nachzulesen, wie das technisch geht. Das heißt, ich habe einen Urcode mit Zahlen und Buchstaben und daraus entsteht in verschiedenen Lautwesen eine Welt, die wir sehen. Ich habe eine Geistebene und ich habe eine materielle Ebene, die ich wahrnehme. Die materielle Ebene ist diese Ebene, wo ich weiß, dass alles vergänglich ist. Also ich könnte mich fragen, wenn hier ein Körper steht, was interessiert mich dieser Körper langfristig, wenn er in 50 Jahren, in 30 Jahren sowieso weg ist. Also wäre es vernünftig, darüber nachzudenken, was ist denn ewig sozusagen. Und das, was ewig ist, wird erst dann sichtbar, wenn ich in eine Ebene komme, wo ich nicht die Gedankenwellen habe, die ständig wechseln. Das heißt, auf einer geistigen Ebene habe ich einen Geist, der sich ständig wechselnde Bilder vor sich aufbaut. Wie das immer auch geht, das kann man nachlesen. Es gibt verschiedene Ideen, wie diese Bilder entstehen über die verschiedenen Lautwesen und über die verschiedenen Ideen, die es in der Philosophie gibt. Man weiß ja alles. Es gibt ja nichts, was man nicht weiß. Man kann alles
neu verbinden und man kann das in einem Zusammenhang sehen und sagen, das Vergängliche, der Gedanke, der weg ist irgendwann, wenn ich die Augen zumache, ist diese Halle weg. Das heißt, es ist nicht ewig. Mein Körper, weiß ich, ist weg. Er ist nicht ewig. Es gibt einen Denker, der sich diesen Körper vorstellt. Und das, was ewig da ist, ist eine Ebene, die nicht direkt kommuniziert mit seinen Gedanken. Das heißt, ein Denker denkt etwas, aber der Gedanke ist nicht der Denker. Wenn ich sage, ich bin ein Geistwesen, dann ist das wieder nur ein Gedanke, wo ich vermitteln will, ich bin ein schlafender Geist, ich habe ein Bewusstsein, das ich nicht sehen kann. Die Metapher, es ist ein schlafender Geist, ist eine Vorstellung, um zu vermitteln, was das ist. Die Vorstellung ist aber wieder nur eine Vorstellung, so wie viele andere Vorstellungen auch. Und um dahin zu führen, welche Aspekte in dieser Welt wichtig, in dieser Holo-Feeling-Welt wichtig sein könnten, möchte ich einige Ideen vermitteln. Also wir leben als Menschen sehr stark in einer Logik. Jeder, der hier ist, hat eine Logik, die er sich über sein Leben angeeignet hat. Seit Geburt saugen wir alles auf. Die Menschen, die hier da sind, viel mehr noch als vielleicht ein normaler, unter Anführungszeichen, Mensch, der sich für alles, was außerhalb seiner Arbeitswelt oder Freizeitwelt passiert, nicht interessiert. Hier sind Menschen, die ein Leben lang etwas aufgesaugt haben und dahinter stehen eine Reihe von Logiken. Eine Logik ist etwas, was man braucht, was ein Teil ist, um unsere Welt zu erzeugen. Ich möchte hier bewusst machen, dass die Logik, die ich entwickelt habe in meinem Leben, das Wichtigste ist, was mein Ego betrifft. Ich kann alles, was ich hier höre, wenn ich zu einem Stand gehe, kann ich meine Logik, mein Programm beobachten. Es beurteilt alles. Jedes Produkt, was hier steht, wird sofort von meiner Logik, von meinem Verstand, von meinem Ego beurteilt. Der Nächste, der hinkommt, beurteilt das wieder auf dieser Ebene. Und so entstehen, wenn 20 Leute da sind, 20 verschiedene Urteile. Und die Urteile, die Logik dahinter, erzeugen ein Bild von diesen Stoffen, die einerseits materiell da sind. Auf der anderen Seite wird eine Welt aufgebaut, ich möchte ein Problem lösen, ich habe Schmerzen, ich habe irgendwas zu lösen. Es wird eine Welt aufgebaut, die feinstofflich ist, es wird interpretiert, was kann mir das helfen. Und 20 Leute ergeben verschiedene Welten, 20 Welten. Das ist eine Ebene der Egos, die sehr prägend ist für uns. Und ein Mensch, der die Welt verändern will, sollte sich auch bewusst machen, dass er mit seiner Logik nur in einer Tautologie lebt. Was ist das? Wenn man Wissenschaft verstehen will, muss man auch diesen Gedanken verstehen. Eine Tautologie ist etwas, was in einem Bereich funktioniert und dort, wo es nicht mehr funktioniert, ist der Gedanke in seiner Reichweite erschöpft. Das heißt, jedes Axiom in der Wissenschaft, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Wissenschaftler und untersuche etwas, dann stelle ich Axiome auf. Axiome sind Grundsätze und eine Logik, die ich nicht mehr hinterfrage. Ich stelle sie so auf, dass sie computertechnisch umsetzbar ist, sonst wäre das heute nicht machbar. Jede Technik, jede Präsentation muss auf dem Computer irgendwie sichtbar gemacht werden. Eine Sensation vor einigen Monaten war, ein Wissenschaftler, ein Atomphysiker hat ein Proton im Flug fotografiert und hat erklärt, wie das geht. Er muss 1 Milliarde Fotos machen pro Sekunde, um dieses Photon zu erwischen. Auf einem Foto ist dann ungefähr, ich kenne die Zahlen nicht genau, es ist eine mathematische Formel, ein Proton hat eine Größe und in der Zeit, wenn es vorbeifliegt, kann ich mir ausrechnen, wie viele Fotos ich brauche, dass es auf einem drauf ist. Wenn ich wesentlich drunter bin, kann ich Millionen von Fotos machen oder Millionen von Sekunden oder Tagen fotografieren und es wird nicht sichtbar. Und wenn ich Milliarden Bilder erzeugen kann, dann ist auf einem Bild dann das Proton drauf und er hat voller Stolz, er hat gewirkt wie ein Mensch, der gerade eine mystische Erscheinung gehabt hat, ein bayerischer Atomphysiker. Er hat glücklich gewirkt und hat
auf einem Bildschirm gezeigt und hat ein oranges, eine Fläche vorbeifliegen sehen und hat gesagt, das ist jetzt das Atom, das Proton im Flug fotografiert. Dann hat er gesagt, in der Mitte ist eine Linie und drunter, hier ist das Proton in Kunstharz und nicht in Wasser. Jetzt muss es langsamer sein. Und dann hat man auf dem Bildschirm gesehen, eins fliegt schneller, eins fliegt langsamer. Was hat er gesehen und was ist Fakt? Was ist Wirklichkeit? Er hat gesehen, dass er mit seinem Computer ein Bild, einen Film produzieren kann, wo diese Erscheinungen sichtbar sind. Er hat gesehen und beweisen können, dass er naturwissenschaftlich so fit ist, dass er seine Formeln und seinen theoretischen Hintergrund so programmiert hat, dass das Programm des Computers in Fachkreisen Bestand hat und alle Wissenschaftler in diesem Bereich sagen, alle Axiome wurden eingehalten. Nur, sobald ich ein Axiom, das darunter liegt, in Frage stelle und sage, die Wirklichkeit ist mehr, dann ist dieses Programm nur mehr ein Kinderspiel. Also was hat er gesehen? Hat er die Wirklichkeit gesehen oder hat er ein Programm gesehen, wo verschiedenste Parameter theoretisch, wissenschaftlich eingehalten worden sind? Das heißt, die Wissenschaft scheitert, sobald ich die Axiome angreife und ich kann sie leicht angreifen, weil ich sage, das ist das Axiom. Wer hat das schon gesehen, dass das jetzt 1 Milliarde Fotos waren? Also wenn man hinschaut in der Naturwissenschaft, das ist sehr verblüffend, wie primitiv oder wie einfache Bilder akzeptiert werden und wie die Axiome auf schiefen Beinen stehen und sofort weg sind, wenn man draufkommt, dass das eigentlich ein Kinderspiel ist. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Wissenschaftler immer wieder gestritten haben. Es gibt eine lange Geschichte von Feindschaften. Wittgenstein und Popper, Kant, Fichte habe ich schon erwähnt. Es gibt verschiedenste Wissenschaftler, die sich heftigst bekriegt haben. Das ist logisch, weil wenn ich das Axiom von ihm nicht mehr anerkenne, dann ist es weg. Das heißt, ein Symbol, was mir jetzt wichtig ist, Internet zum Beispiel. Was ist Internet? Ich kann googeln, kann Atomphysik googeln und dieses erwähnte, das Experiment heraussuchen und anschauen und mir bewusst machen, dass ich im Internet 1000 Quellen finde, die genau dieses Experiment widerlegen oder eine Unmenge. Das heißt, Internet ist so wie Gott alles. Ich habe einen Beweis für etwas. Wenn ich eine Ebene drüber gehe, habe ich 100 Gegenbeweise. Das heißt, eine Tautologie ist etwas, wo ich einen geschützten Bereich brauche, wo ich meine Theorie entfalten kann. Natürlich, wenn ich ein Therapeut bin und es hilft, dann das ist der beste Beweis. Und es ist auch letztendlich aber nicht der Beweis, dass die Naturwissenschaft dahinter hilft. Es ist der Beweis, dass sich jeder Geist vorstellen kann, was er will. Und das auch umsetzen kann. Wenn ich mir meines Geistes aber nicht bewusst bin, dann ist mir nicht bewusst, wie es funktioniert. Ich bin ein träumender Geist, der auf die Frage, kannst du dir aussuchen, was du träumst, Nein sagen muss. Auf der anderen Seite kann ich eine Logik darauf aufbauen, wo ich sagen kann, es gibt diesen Denker, der sich etwas ausdenkt und ich bin dieser Denker, auch wenn ich mir nicht bewusst bin. Wenn ich das abstreite, kann ich auch feststellen, was ich bin. Dann kann ich mich naturwissenschaftlich biologisch definieren, dann könnte ich nachschauen, was da in den Lehrbüchern drin steht. Da steht drin, ich bin ein Affe, ein Trockennasenaffe, der durch ein Gehirnwachstum zu Intelligenz gekommen ist und diese Intelligenz ist im Gehirn verankert. Ich habe eine Mutter, werde sterben, lebe auf einer Kugel und so weiter. Unser Weltbild kann ich dann nachvollziehen. So werde ich aber nicht dieser Geist werden, der in Holofilling beschrieben ist, sondern da werde ich mich immer wieder zum Trockennasenaffen degradieren. Und Holofilling ist so gesehen die Einladung, darüber nachzudenken, was man sein will. Will man der Denker sein, der Geist sein, der sich seine Welt vorstellt? Oder will man ein Außen definieren, wo ich als Trockennasenaffe mitspiele und dann meine vielen Leiden, die ich damit aufreiße, mit irgendwelchen Dingen wieder bewältigen muss. Nichts gegen das Bewältigen des Leids. Jeder, der sich bewusst ist, dass er eine geistige Ebene hat und kein Trockennasenaffe ist, auch der hat die Herausforderung,
diese materielle Welt zu bewältigen und braucht genau dieselben Mittel und dasselbe Umfeld, wie es jetzt da ist. Also das, was jetzt da ist, ist das Beste, was wir uns vorstellen können, sonst wäre es besser. Aber wenn ich behaupte, ich bin ein Mensch, der nur ein Gehirn hat und nicht mehr und keine geistige Ebene aktivieren kann, der verbleibt auf einer Ebene, die sehr wenig Entwicklung zulässt. Wenn ich ein Geist bin, der sich seine Welt vorstellen kann, sich halt nicht aussuchen kann, was ist, dann habe ich ein ganz anderes Potenzial. Ein anderer Gedanke ist, der auch in der Wissenschaft verankert ist, die Stochastik. Es muss zufällig passieren. Das heißt, die Welt ist zufällig entstanden und wenn sie Milliarden Jahre alt ist, hat sie genügend Chance, jeden Zufall so lange entstehen zu lassen, dass die Welt entsteht. Stochastik heißt auf Griechisch, da ist Sprache wieder sehr überzeugend oder deckt sehr viel auf, so wie Joe Kreisler und andere oder auch Andreas Körber mit Sprache sich beschäftigen. Das ist kein Zufall, weil Sprache sehr viel offen liegt. Stochazein ist das griechische Wort, wo Stochastik abgeleitet wird, der Zufall. Das heißt auf Griechisch zielen. Das heißt, ich habe einen Bogen in der Hand, symbolisch, stelle mich vor ein Ziel und schieße. Und wenn ich 100 Mal schieße, dann weiß ich, dass ich durchschnittlich 3 Mal treffe, zum Beispiel, wenn ich das ausprobiere. Das heißt aber nicht, wenn ich mich dem Ziel nicht annähere und mich, wenn das Ziel da ist, so schieße, dann werde ich das Ziel in 100 Jahren nicht bewältigen. Das heißt, die Stochastik ist nicht der Zufall, sondern das Zielen ist, es werden 2 Kräfte wirksam. Die eine Kraft ist zufallsbedingt, weil nicht jeder Schuss ein Treffer sein kann. Die zweite Kraft ist aber, intuitiv nähere ich mich so weit an, dass ich überhaupt einmal eine Chance habe. Und ohne Intuition werde ich nicht einmal die Chance haben, zu treffen. Ein anderer Gedanke, der auch in der Wissenschaft immer wieder thematisiert wird oder der generell wichtig ist, ist die Dichotomie. Dichotomie ist etwas Zweiteiliges, eine Polarität, etwas, was 2 Teile hat, gut, schlecht, hoch, nach oben, nach unten oder wie auch immer, männlich, weiblich, Polaritäten. Dichotomien sind Wertigkeiten, die zusammenpassen, wo man gesehen hat, diese 2 Teile passen zusammen. Und das Wichtige zu verstehen ist, eine Dichotomie entsteht in der Zeit, ist ein Urteil aus dem Ganzen, aus allem breche ich etwas heraus und aus einem Gedanken erzeuge ich ein Urteil und erzeuge eine Sichtweise. Und ich muss mir bewusst machen, dass eine Dichotomie erstens nur in der Zeit, in Zeit und Raum sichtbar wird. Und also ich diese Welt der Dichotomien strikt abkopple vom geistigen Bereich, weil das Geistige das ist, was ewig ist. Und das, was ewig besteht, wenn ich sage, ich bin ein Geist, der ewig ist und auch noch ist, wenn dieser Körper weg ist, dann kommuniziere ich irgendwann mit dem Bereich, der ewig ist. Wenn ich Dichotomien erzeuge durch Urteile, durch Gedanken, dann erzeuge ich eine Welt, die in die Zeit und Raum geworfen ist. Und wenn ich das sage, das ist alles, was ich habe, dann bin ich immer ein vergängliches Wesen, weil ich mich dorthin denke. Und dann habe ich keine Möglichkeit, diesen Bereich zu verlassen. Als träumender Geist habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen Bereich immer wieder zu durchleben und das Leiden immer wieder zu reaktivieren. Es gibt im Wesentlichen 2 Bewegungsrichtungen des Geistes. Das eine ist, ich gehe hinein, naturwissenschaftlich, und suche mir immer wieder kleinere Teilchen, kleinere Stücke. Der Versuch im CERN, das kleinste Teilchen, das Urteilchen zu finden, ist so ein Ausdruck dessen. Aus meiner Sicht gibt es dieses Teilchen nicht, aber es wird einen Geist geben, der sich das vorstellt und wenn er es gefunden hat, sich wieder ein kleineres vorstellt. Ja, das ist eine Richtung, die man einschlagen kann und wo, wenn ich herausgehe und ohne Mikroskop arbeiten muss, unsere Welt vor mir habe, ich kann sagen, ich bin in einer Halle. Ja, was ist eine Halle? Ja, da ist eine Bühne. Eine Bühne ist keine Halle. Ja,
die Halle hat verschiedene Teile, ich kann aber nicht weiter sagen, was ist die Halle. Ich kann nur über die Teile der Halle zum Ausdruck bringen, was die Halle ist. Eine Bühne ist keine Halle, dann sage ich, was ist denn die Bühne? Naja, eine Bühne hat hat Füße, hat eine Fläche, wo man draufstehen kann. Das ist alles nicht die Bühne. Das heißt, ich komme immer wieder in Bereiche, wo ich gezwungen bin, einen Schritt tiefer zu machen und nachzuschauen, was ist denn das, was hat das, was sind denn da für Teile? Auf der anderen Seite kann ich mich herauszoomen und sagen, es gibt die Bühne, es gibt die Halle, es gibt nebenbei einen Fußballplatz, es gibt Blindenmarkt, es gibt Niederösterreich, die ganze Welt, die ganze Erdkugel und es gibt alles. Und diese beiden Bewegungsrichtungen gehören irgendwie zusammen und müssen beide berücksichtigt werden. Glauben und Wissen ist so ein Bereich, der wichtig ist. Was glaube ich? Das, was ich sicher glauben kann, ist das, was ich jetzt sehe. Ich sehe Menschen, die da sitzen. Ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Wenn ich euch sehe, kann ich auch sagen, ich weiß, dass ihr da seid. Ich habe einen Bereich, wo sich der Glauben und das Wissen, wo das gleich ist. Es gibt punktuelle Überschneidungen. Auf der anderen Seite weiß ich nur, wenn ich mehr Wissen habe, dass ich den Glauben verändern kann, aber dass es immer wieder einen Glauben braucht, um woraus die Welt entsteht. Das heißt, durch neues Wissen entsteht keine neue Welt. Durch neues Wissen ändert sich nur der Glaube daran. Und wenn ich dann daran denke, was bin ich, welche Ich-Ebene habe ich, dann bestimmt dieses Weltbild, das Denken, was ich bin, was für Bilder, dass ich vorgesetzt bekomme. Wenn ich Josef bin, der heute am so und so vielten im Blindenmarkt steht und hier redet, dann bin ich dieser Körper, der etwas sagt, warum auch immer. Wenn ich sage, ich bin ein Leben, bin jetzt 51 Jahre alt und bin irgendwann geboren und werde irgendwann sterben, dann kann ich sagen, ich bin auch ein Leben, ich bin ein ganzes Leben, das ist eine andere Sichtweise. Wenn ich sage, ich bin ein Geist, der sich dieses Leben vorstellt, dann habe ich wieder eine andere Ebene und gleichzeitig muss ich mich dann damit behelfen, dass ich sage, was ist denn dieser Geist? Und ich produziere Vorstellungen, die nicht den Geist repräsentieren, sondern wieder nur Vorstellungen sind. Das heißt, ich komme dann in einen Bereich, wo es üblich ist, ich komme zu Verwechslungen. Ich kann sagen, irgendwo stecke ich. Und letztendlich ist es immer wieder der Versuch, eine Ich-Ebene als absolut zu erklären. Ich suche mich, wer ich bin, und das will ich genau wissen und wirklich wissen. Und in welcher Ebene ich lande, entscheidet das Weltbild, die Logik, die ich habe. Und wenn ich dort bin, dann habe ich trotzdem nur Vorstellungen. Und das, was ich wirklich bin, kann ich nicht sehen. Das kommt zum Ausdruck, wenn ich sage, mach dir kein Bild von Gott. Das ist ein bekannter Spruch in der Heiligen Schrift. Warum? Wie geht das? Warum sagt man das? Warum ist das wichtig? Weil ich mir kein Bild von Geist machen kann, wenn ich in der Ebene der Materie bin, wenn ich in der Ebene der Polarität bin. Und was machen die Kirchen? Was wird kritisiert? Natürlich haben sie ein Denken, wo sie genau Vorstellungen vom Geist, vom Gott zu ihrer Realität machen und behaupten, die Vorstellung ist der Geist, ist Gott. Da ist ein Problem eingebaut. Wenn ich darauf beharre, dann brauche ich Macht, dann brauche ich Gewalt, dann brauche ich Überzeugungskraft, Wissen. Nur eins wird nie passieren, dass die Vorstellung von Gott zu Gott wird. Gestern wurde über Demokratie gesprochen oder was vorgestern. Robert Lugar vom Team Stronach war da und hat gesagt, wie er Politik sieht. Demokratie wird sehr hoch gepriesen bei uns. Wenn man genauer hinschaut, wie Demokratie betrieben wird, dann ist es so das Geistloseste, was man sich vorstellen kann. Wenn man zum Beispiel mit einem Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus kommt und Demokratie einfordern würde, auf diese Idee würde keiner kommen, dass demokratisch abgestimmt wird, ob der Durchbruch jetzt operiert wird. Die Putzfrau wird gefragt, ob operiert werden darf oder ob ich dafür oder dagegen bin. Bei uns dürfen 16-jährige Jugendliche wählen.
es scheint so, dass es keine Hierarchie gibt, dass ich, der Mensch mit einer Lebenserfahrung von 16, 18 Jahren wird genauso gefragt wie einer, der 50, 60, 70 oder 30 Jahre alt ist. Es gibt keine Hierarchien, wo man unterscheiden könnte, wer hat was einzubringen. Und ein 16-Jähriger wird einmal, wenn er studieren will, dafür sein, dass keine Studiengebühren sind. Wenn ich als Partei die 16-Jährigen oder 18-Jährigen gewinnen will, dann werde ich aufpassen, Studiengebühren einzuführen. Und so läuft dann Politik in einer geistlosen Art und Weise, die aber nicht falsch ist, sondern die logisch konsequent ist. Also es gibt keinen Politiker, der unlogisch wäre. Er setzt sein Programm konsequent durch. Und das ist die Logik sogar, könnte man bewundern, weil die nicht einmal von ihrer Logik abweichen, wenn schon wenn ich die Nase schon 10 cm über der Scheiße habe, könnte ich sagen, jetzt tue ich die Nase weg. Die bleiben mit ihrer Logik drauf. Die Logik ist konsequent, aber nicht passend für die Situation. Es muss Hierarchien geben, wo ich sage, da hilft mir Demokratie. Es muss Prozesse geben, wo ich intuitiv handeln kann, wo ich Kreativität zulasse und die Kreativität dann nicht sage, der hat es gemacht, sondern es ist entstanden in einer gemeinsamen Energie. Das kennt die Politik zum Beispiel nicht. Somit ist die Demokratie in unserer Art und Weise das Geistloseste, was es momentan zu bieten gibt. Ob das anders werden kann, wenn neue Köpfe kommen, ich glaube eher, dass sie sich innerhalb von einigen Jahren den Glanz wieder von den Gesichtern bürsten werden selbst. Ein Kegelbeispiel kann ich erzählen. Ein Kegel, was ist ein Kegel? Es ist ein dreidimensionales Gebilde, wo ich einen Kegel in der Hand habe, eine Spitze, einen Kreis, der am Boden, wenn ich ihn aufstellen will, stelle ich ihn auf den Kreis, dann steht er mit der Spitze in der Höhe. Wenn ich eine Dimension tiefer gehe, ist der Kegel, wer ein Gymnasium gemacht hat mit Kegelschnitten und so weiter, in der Extremform ein Dreieck oder ein Kreis. Das heißt, ich könnte sagen, ein Dreieck ist ein Teil eines Kegels. Das stimmt einerseits, weil es in dieser Welt des Kegels konsequent und logisch ist. Auf der anderen Seite kann ein Dreieck oder ein Kreis alles Mögliche sein und muss kein Kegel sein. Aber wer sagt, ein Kreis ist ein Kegel, hat nicht in diesem Bereich nicht Unrecht. Aber wer dann behauptet, ein Kreis ist rund und weich und schön und der Kegel, das Dreieck ist spitz und böse und ungut, dann kommt ein Urteil hinein, wo es schon wieder brenzlig wird. Und wenn ich dann sage, miteinander ist ein Kreis und Dreieck ein Kegel, dann hat der Kegel wenig mit dem Kreis und dem Dreieck zu tun. Und wenn dann Leute daherkommen und symbolisch übertragen auf andere Bereiche, andauernd vom Dreieck reden, obwohl der Kegel jetzt wichtig wäre, oder andauernd vom Kreis reden, obwohl der Kegel wichtig wäre, weil ich diese höhere Dimension brauche, dann wird es schwierig. Und die Politik, um noch einmal darauf zurückzukommen, neigt dazu, Dichotomien zu erzeugen, weil die Synthese von einer Dichotomie nur eines ist. Und über eines kann man so schwer streiten. Wenn man Recht bekommen will, braucht man zumindest immer zwei Sachen. Dann kann sich einer auf die eine und einer auf die andere Seite setzen. Und ich habe das Grundproblem, dass ich in der Problemlösung immer eine Stufe tiefer angesiedelt bin, als es von der Gemeinschaftsenergie, vom Gesamten einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft gehen würde. Es ginge immer eine Ebene höher, als zugelassen wird. Und das ist darum, weil die Politik immer sich auf dieser politisch polaren Ebene treffen muss. Was macht dich zum Menschen, der du bist? Entweder deine Norm, deine Logik, dein Ego macht dich zu dem, der du bist, das ist sicher richtig, oder macht es dich zum Menschen, weil du dein wirkliches Wesen erkennst. Dein wirkliches Wesen erkennst du nur dann, wenn du in den Dimensionen so hoch gehst, dass du dich nicht mehr erkennst, dass du eine Annahme treffen musst, dass du sagst, du bist ein träumender Geist. Wenn ich sage, ich bin ein Geist, kann ich es nicht beweisen. Wenn ich sage, ich bin ein
träumender Geist kann ich eine Vorstellung entwickeln, die als Vorstellung wieder polar und dort ist, wo wir sind. Aber ich kann darüber reden und ich brauche mich nicht mehr den naturwissenschaftlichen Gegebenheiten unterwerfen, die mich letztendlich unausgesprochen zum Affen macht. Also die Naturwissenschaft macht dich zum Affen, der zwei Hände hat, der arbeiten kann, der, wenn er denken will, auch denken kann, aber nur so weit denken soll, wie er gebraucht werden kann. Das heißt, die Grenze, die Demokratie setzt eine Grenze, wo dein Denken nicht mehr erwünscht ist, wo du mit der Stimme eine Struktur absegnest und du nicht mehr mitreden kannst. Eigentlich hat Robert Luger, ein Clubobmann des österreichischen Parlaments, das sehr offen und klar zum Ausdruck gebracht, ich glaube am Freitag hier auf dieser Bühne. Also auch die Politiker selber sehen es, aber naja, man könnte jetzt sagen, warum ändern sie nichts? Weil sie natürlich in ihrer Struktur, wenn ich Geld als Gott annehme, natürlich wenig Grund haben, es zu ändern. Was ist eine Ehe? Wenn ich darüber nachdenke, warum habe ich meine Frau geheiratet, dann würde man heute wahrscheinlich sagen, ja, du hast dich verliebt und die Liebe bringt die Ehe. Letztendlich geht es viel weiter, weil ich könnte mich jedes Jahr in eine andere Frau verlieben und manche tun das ja auch und verabschieden sich von der anderen wieder. Die Ehe ist darüber hinausgehend ein Spannungsfeld vom Geist in die Materie. Der Mann ist in jeder heiligen Schrift ein Symbol für Geist. Der Adam Kadmon, Adam heißt auf Hebräisch rot, die rote Farbe ist auch im Zolk'in das Gebärende, das Schöpferische. Der Adam, der Mann und Frau in sich gemeinsam noch hat, wo dann die Frau aus dem geistigen Bereich entsteht und wo dann symbolisch gesehen die Materie entsteht dadurch. Also die Entstehung der Frau ist letztendlich die Entstehung unserer Welt, unserer Erde. Darum sagt man auch Mutter Erde. Und die Ehe ist letztendlich ein Spannungsfeld zwischen Geist und Materie. Und dieses Spannungsfeld ist leichter zu managen, wenn ich zum Beispiel eine Frau heirate, die mit mir gemeinsam eine Struktur schafft, um Kinder aufzuziehen, um ein Haus zu erhalten, zu bauen und herzuhalten. Wenn ich die Beziehungen dauernd wechseln würde, würde das der Ehe nicht gut tun. Wenn es in der Heiligen Schrift heißt, du sollst diese Ehe nicht brechen, dann heißt das, du sollst diese geistig-materielle Ebene nicht brechen, du sollst wissen, dass du ein Geist bist. Wenn du mit einer anderen Frau schlafen würdest und dass diese Ehe nicht gut tut, diese Ehe nicht belastet, dann ist das wurscht. Also, aber meistens ist es natürlich so, Frauen neigen dazu, dass sie sich verlieben und Männer auch. Und wenn man mehrere Liebesgeschichten erlaufen hat, dann wird es natürlich so werden, dass diese Ehe im materiellen, geistigen Sinne beeinträchtigt wird. Also der Zusammenhang ist da, den Ehebruch in Form, wenn man mit einer anderen Frau was hat, ist Unfug. Das steht in keiner Schrift drinnen, das ist ein Machtmittel der Kirche. Das ist letztendlich, wenn man es versteht, etwas dort, wo sich diese Machtstrukturen selbst aushebeln. Nur muss man es letztendlich auch verstehen können und letztendlich auch Beziehungen so gestalten, dass die Ehe, so wie sie ist, mit Geist, Materie auch funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, habe ich keinen Anlass, es zu schützen. Es gibt es ja nicht. Ich kenne meistens nur Beziehungen heutzutage, die diesen Idealzustand einer Ehe ja nicht darstellen. Das heißt, wir leben in einer illusionären Welt im Sinne, dass diese Zustände, diese Verbindung ja nicht gegeben ist. Vom Kranksein habe ich was gefunden. Medicari heißt heilen oder der Heiler, auf Latein, aus dem Lateinischen kommend. Und Mens heißt der Geist. Das heißt, Medikamente heißt letztendlich übertragen, heilen durch Denken. Das heißt, die Medizin übernimmt ein richtiges Wort, eine Energie des Wortes, die stark ist. Wörter haben Energien im Hintergrund. Nur behauptet sie etwas anderes. Sie sagt, du nimmst ein Antibiotikum, ist ein Medikament. Ja, wenn ich heilen durch Denken übertragen würde auf dieses Antibiotikum, dann würde ich draufkommen, wenn ich nachdenke, Anti heißt gegen und Biotikum
Bios, das Leben gegen das Leben, beide Wörter benutzt würden dazu kommen, dass ich gerade ein Antibiotikum nicht als Heilmittel, als Medikament bezeichnen würde. Da sind die Schizophrenien zu Hause, wer seine Verbindung zum Geist verloren hat und behauptet, ein Trockennasenaffe zu sein. Das ist jetzt provozierend, weil das niemand behaupten würde. Aber wenn ich es wissenschaftlich ableite und du mir dein Weltbild bekannt gibst, dann weise ich dir nach, dass du ein naturwissenschaftliches Weltbild hast, ein materialistisches Weltbild. Und dann kann ich dir nachweisen, dass du selbst es bist, der es behauptet, ein Trockennasenaffe zu sein, weil es in der Biologie so beschrieben wird. Und wenn du materialistisch bist in der Weltanschauung, dann wirst du es selbst auch leben und es auch tun und es auch sein. Warum tut man es? Weil man in der Rolle, wo man ist, wenn ich einen Beruf ausübe, ein Auto bauen will, BMW baut Autos in Steyr, dann muss ich materialistisch denken und dieses Werkzeug nutzen. Wenn ich mit meinem Auto hierher fahre, dann bin ich genauso Materialist, weil ich sonst nicht herkommen würde. Ich müsste mir andere Materialisten anstellen, die mich meinen Körper hierher tragen oder so. Das heißt, es gibt nichts zu sagen gegen den Materialismus. Es gibt nur dazu zu sagen, dass man jedes Werkzeug und jede Weltanschauung dazu nutzen soll, wozu sie da ist und nicht behaupten soll, eine Weltanschauung ist wichtiger wie die andere. Und wenn ich sie benutze, wenn ich Geld zu Gott mache, dann soll ich nicht jammern, dass es so ist, weil ich kann ja erkennen, was dann die Parameter dessen sind, wenn Geld zu Gott wird. Letztendlich ist die ganze Debatte ums Geld ein Verteidigen dieses Gottes, weil ich will endlich ein Geldsystem, dass ich das Geld, was ich jetzt habe, nicht verliere. Ja gut, dann brauchen wir ein Grundeinkommen oder was auch immer, oder wir geben die Geldschöpfung überhaupt frei. Aber letztendlich ist immer dieses Geld die geistige Grundlage dessen, was sein soll. Ein Geist, der vergisst, dass er Geld braucht, ist ein dummer Geist. Das heißt, wenn es eine geistige, intuitive Ebene gibt, die eine Vorstellung hat, dann wird sie in einer Ganzheitlichkeit auch die Geldprobleme lösen. Aber die Geldprobleme als Gott nach vorne zu stellen, das ist wieder geistlos, aber sehr logisch. Also es gibt 100 Gründe darüber zu reden, dass man diese Geldlogiken behandelt und auch einsetzt und durchführt. Nur eben nicht in einer Phase, wo man grundsätzliche, ganzheitliche Dinge anschauen sollte. Es gibt viel zum Lesen. Wer sich Holofeeling als Begriff merkt, kann das googeln und kann sich viele Videos anschauen und viele Seiten finden. Vielleicht abschließend noch eine Idee. Demokratie, Meinungsumfragen habe ich schon gehabt. Kommunismus. Kommunismus ist etwas, was bei allen als gescheitert gilt bei uns. Letztendlich, wenn man genauer hinschaut, ist Karl Marx ein Philosoph, der wahrscheinlich einer der tiefgehenden Denker ist, der von der griechischen Philosophie herauf in die Romantik, in die Klassik, in die deutsche Klassik Ideen überlegt hat, die sehr wertvoll sind. Die Umsetzung schaut natürlich anders aus, aber als Metapher dazu, es wird ein Auto erzeugt und das Auto ist perfekt und ich kann sagen, jeder Mensch kriegt hier in Österreich im Blindenmarkt dieses Auto, weil wir sind fähig als Gesellschaft, jedem dieses Auto zur Verfügung zu stellen. Der Konstrukteur, der ein perfektes Auto konstruiert, vergisst aber zwei Schlauchklemmen anzubringen und an der Benzinleitung und an der Kühlung wird eine Schlauchklemme vergessen. Weil das Volk demokratisch sagt, das Auto muss sofort zur Verfügung stehen und es muss sofort da sein, wird sofort losgebraust, jeder hat sein Auto und nach 3 Wochen gehen die ersten Schlauchklemmen herunter, das Auto überhitzt, weil das Wasser weg ist, das Benzin kommt dazu und es verbrennt das Auto. Das Volk, der Arbeiter, der Proletarier in dieser Welt von Marx sagt, das Auto ist push wertlos. Die Politiker sind zu dumm, es zur Verfügung zu stellen. Diese Einsicht ist zwar richtig, weil man
auf die Qualitätskontrolle vergessen hat. Das ist aber geistlos, weil ein kreativer Mensch, eine kreative Gesellschaft diesen Schritt, ein Ton im Zollkinn, ein weißer Ton im Zollkinn wäre das gewesen, wo man nachschaut, ob alles klar ist, bevor man das Auto auf die Straße schickt. Wenn alle Energien mit Leben erfüllt werden, dann wäre das nie passiert und der Kommunismus als Idee wäre ein Teil unserer Gesellschaft, der einen wertvollen Aspekt umsetzt. Der Kapitalismus wäre ein anderer Teil und alle tausende anderen Ideen wären auch Teile unserer Gesellschaft, die einen Beitrag leisten können, wenn es einen Geist gibt, der diese Energien aktivieren kann. Zusammenfassend möchte ich vorschlagen, sich bewusst zu werden, Geist zu sein, nicht selber zu behaupten, man ist ein Säugetier, das von einer Mutter geboren wird, also nichts gegen Mütter jetzt, aber ich, das bin ich auch, ich habe auch eine Mutter. Aber wenn ich dich anspreche, dann spreche ich als Geist, dann habe ich keine Mutter, ich bin ewig. Und wenn du auch Geist bist, dann hast du mit mir eine Basis. Wenn du kein Geist bist, dann wirst du mich für einen Narren halten und der bin ich gerne. Dankeschön. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.